Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Preis der Freiheit. Wie immer mit imposanten Gästen, die was zum Thema zu sagen haben. Und da freue ich mich natürlich heute ganz besonders, René Weiland hier begrüßen zu können. Grüß dich, René. Grüß dich, Matthias. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. René Weiland ist freier Philosoph, das heißt, er braucht jetzt nicht unbedingt, um denken zu können, die Institution Universität im Rücken. Er schafft es alleine gewissermaßen und hat über Moralphilosophie und Existenzphilosophie mehrere Bücher veröffentlicht. Ich habe mal zwei mitgebracht hier, die Philosophie der Lebensführung. Allein der Titel ist ja schon sozusagen, gibt ja schon die Richtung vor, gewissermaßen. Und jüngst erschien die Unruhe des Denkens und das Versprechen der Philosophie. Tja, vielleicht docken wir da gleich an als erstes. Das unruhige Denken kennt man ja. Also im Denken ist immer Unruhe. Luhmann hat mal so schön gesagt, das quirlige Bewusstsein, so das, was nie so die Augen, was immer wie so ein junger Hund irgendwo dran rumdenkt und so. Und das Versprechen der Philosophie wäre ja dann vielleicht sowas, wie da Ordnung reinzubringen. Und wenn der Untertitel aber heißt, das Versprechen der Philosophie, ist es möglich, dass dieses Versprechen von der Philosophie der Philosophie gar nicht so richtig eingelöst wird. Wie siehst du da diesen Zusammenhang? Es braucht bestimmte Bedingungen, damit die Philosophie überhaupt zum Versprechen wird. Und eine dieser Bedingungen ist, dass man Denken und Philosophieren entkoppeln sollte. Also man sollte nicht glauben, dass man, wenn man denkt, schon philosophieren würde oder beziehungsweise wenn man philosophiert, denken würde. Ich halte das für eine Pose, schon vor einem selbst, die man vor sich selbst so aufführt, dass man glaubt, oh, ich philosophiere jetzt. Ich glaube nämlich nicht, dass man, jetzt sind wir beim Thema der Freiheit, dass man im Denken schon die Freiheit hätte, den Gegenstand seines Denkens schon im Griff zu haben oder überhaupt nur zur Artikulation bringen zu können. Also man muss also durch diese Unruhe hindurch, und dazu gehört auch, sich zu vergegenwärtigen, was mich eigentlich denken lässt. Und was lässt mich denken? Es ist das, was mich beunruhigt, was mich stört, was mich aufstört, und ich komme also ins Denken, und dann merke ich, dass das Denken eigenen Gesetzen folgt. Einerseits psychologischen Gesetzen meiner eigenen Person, habe also bestimmte Vorlieben vielleicht, bestimmte Ängste, bestimmte Neigungen. Andererseits aber ist man natürlich auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen, wie zum Beispiel der Folgerichtigkeit, der Widerspruchsfreiheit. Und dann kommen wir dazu, dass wir merken, aha, wir sind ja nicht die Ersten, die gedacht haben und die denken, sondern es gab ja schon andere vor mir, während meiner und wenn auch andere noch nach mir kommen. Und wie kann ich mich in meinem Denken sogar in Beziehung zu dem Denken anderer bringen? Mhm. Ja, also ich bin, also wenn ich denke, erstmal alleine, aber ich docke mich ja auch irgendwie an andere Denkmuster an. Und so komme ich ins Denken, ohne aber schon philosophieren zu müssen oder zu können. Und das Versprechen der Philosophie ist eigentlich das Versprechen, dass es in eine Balance führt. In meine eigene Balance, aber auch vielleicht so in die Balance einer Diskursgemeinde. Dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen heute. Ja. Und du hattest gesagt, man reiht sich ja ein auf eine gewisse Weise. Man fängt ja nicht heute mit dem Denken und nicht mit dem Philosophieren an. Und dazu gibt es von Whitehead diesen schönen, oft zitierten Aperçu, dass die abendländische Philosophie eigentlich nur Fußnoten zu Platons Werk sind. Und dann würde ich gerne mal mit dir zusammen ins alte Griechenland zurückgehen. Ja.
und mal Fragen in dieser Polis-Struktur, die zumindest, sofern wir es aus Büchern und anderer Überlieferung wissen, doch relativ gut funktionierte. Wie war da das Konzept von Freiheit? Gab es da überhaupt diesen emphatischen Begriff von Freiheit? Den gab es nicht. Das ist interessant. Den gab es nicht. Das Interessante an der Geburt des Begriffs Demokratie, das beschreibt ja der Christian Meyer so immer wieder aufs Neue, ist ja, dass die Griechen ja sozusagen ja kein Vorbild hatten und sozusagen diesen Begriff erfunden haben, ohne dass sie eigentlich genau wussten, wie sie dazu kamen, ihn davon gehabt zu haben. Und eine der Anomalien. Begriff der Freiheit. Nee, Begriff der Demokratie. Der Demokratie. Und das Interessante ist, warum die Freiheit eigentlich nicht politisch aufgeladen ist, ist, dass die Athener ja keine Monarchie kannten. Sie kannten eigentlich nur eine Oligarchie, nämlich diesen Areopag, diesen Beamtenrat, diesen aristokratischen Beamtenrat. Und sozusagen als Gegenbild dazu haben sie also die Bürger, also die Besitzenden, die auch Zeit hatten, sich um die Belange der Polis zu kümmern, sich mehr und mehr emanzipiert und auch letztlich diesen Areopag also sozusagen gestürzt. Also das Vorbild ist eher ein oligarchisches statt ein monarchisches. Und meine Theorie ist sowieso, dass jede, ich sag mal, Reform oder Revolution über Bild gegen Bild läuft. Das heißt, das Gegenbild, also eine Idee von Demokratie, kann eigentlich nur sozusagen sich an einer Vielheit orientieren. Genau wie umgekehrt die Idee der Freiheit sich an einem Einzelnen orientiert. Also sozusagen, was man in Europa kennt, der Tyrann, der König, der Monarch ist sozusagen das große Gegenbild zur Freiheit. Die anderen Einzelnen sind unfrei und der eine große Einzelne ist der Freie, der freie Mächtige. Heute haben wir es ja, diese Gegenbild einerseits Putin, andererseits Nawalny. Ja, die beiden großen Individuen. Der eine mächtig, der andere ohnmächtig. Wir können uns fragen, wer ist der Freiere von beiden? Kommen wir wieder zurück nach Griechenland. Und das Besondere, und auch der Unterschied des aristotelischen Begriffs gegenüber dem platonischen ist, dass dem aristotelischen Begriff von Demokratie und auch von Politik die Vielheit darstellt. Also auch da wieder oligarchisch. Wohingegen bei Platon die Einheit sozusagen stilprägend ist. Ne? Also hier haben wir bei Platon die Idee des Hauses und des Hausherrn. Und wir haben bei Aristoteles das Bild der Milchbruderschaft, des Dorfes, also der vielen Häuser. Und als Quelle die Beziehungen der Freien zueinander. Und der Einzelnen zueinander, also die Freundschaftsfähigkeit. Ja? Und darauf baut eigentlich alles auf. Und die Demokratie oder die Freiheit, die wird in gewisser Weise vorausgesetzt. Die Gleichheit besteht im Verkehr mit den anderen, aber die Freiheit ist die Freiheit einfach die Unabhängigkeit von der Arbeit. Ich habe Zeit, mich um die politischen Dinge zu kümmern. Ich muss nicht mit den Händen arbeiten. Ja? Und ich bin Herr in meinem Hause. Also ich bin, ja, das ist sozusagen so sehe ich den Begriff der Demokratie eher an der Gleichheit, mehr an der Gleichheit als an der Freiheit orientiert. Es ist natürlich beides, sagen wir mal, für unsere Ohren und Augen heutzutage, klingt beides ein bisschen schräg, also sowohl Freiheit als auch Gleichheit oder gar noch Gleichheit vorgeordnet zu Freiheit. Absolut. Und Freiheit vorausgesetzt, wenn man weiß, dass es ja eine Sklavenhaltergesellschaft war und da natürlich der Preis der Freiheit, um das mal unseren Stücktitel und Podcast-Titel zu zitieren, doch ziemlich hoch war. Naja, aber die Frage ist ja, inwieweit ein partikulärer Begriff von Freiheit und Gleichheit
sozusagen in seiner Partikularität quasi gefangen ist oder ob er prinzipiell universalisierbar ist. Und das hat sich ja erwiesen, dass der Begriff der, der Gleichheit, der Freiheit oder die gleichen Rechte oder die Gleichheit der Freien, dass das ja ausweitbar war. Also sozusagen Freiheit ist ja, und Freiheit und Gleichheit ist ja erstmal ein Wahrnehmungsphänomen. Also wir hatten ja auch in Europa lange Zeit Frauen nicht als gleich und frei empfunden. Also Wahlrecht und so weiter. Und wir gehen ja mittlerweile jetzt so weit, dass wir sagen, eigentlich müssen wir auch die Kinder einbeziehen. Und eigentlich müssen wir eigentlich auch die Tiere einbeziehen. Das ist eine Wahrnehmungssache. Ja, ja. Die Minerale und alles, ja klar. Naja, überhaupt. Genau, Natur, mit dem Parlament der Dinge. Ja. Das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund der großen Klimakrise, wird das nochmal, kommen uns nochmal die, rücken uns die Elemente auf den Leib. Aber ich meine jetzt wirklich, sagen wir mal, alles Lebendige, dazu gehört eben auch artgerechte Tierhaltung, ja, also auch die Tiere sollen es gut gehen, die wir essen. Also man kann, also ich denke, der bornierte oder partikulare Begriff der Gleichheit und Freiheit bei den Griechen ist ja nicht damit erledigt. Ja. Verstehe. Also das ist erstmal ein modellgebend. Modellgebend? Also diese Idee, genau. Oder diese, diese Konzeption, dass, genau, dass die Freiheit vorausgesetzt wird und genau, die Gleichheit eigentlich das Eigentliche ist. Daran würde ich gerne anschließen. Du hattest mir ja sozusagen zur Vorbereitung dieses Gespräch ein schönes Zitat von Goethe zugespielt aus dem Maximen und Reflexionen, nebenbei bemerkt, Paragraph 125. Und das würde ich mal zum Thema Gleichheit, damit wir sozusagen über die Jahrhunderte an diesem Thema Gleichheit und Freiheit anschließen können, vortragen. Die Gesellschaft, in die ich trete, muss zu mir sagen, du sollst allen uns anderen gleich sein. Sie kann aber nur hinzufügen, wir wünschen, dass du auch frei sein mögest. Das heißt, wir wünschen, dass du dich mit Überzeugung aus freiem, vernünftigem Willen deiner Privilegien begibst. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Nummer, mit der wir uns in letzter Zeit ja recht schwer getan haben. Alle, gab ja viele, die an ihren Privilegien festhalten wollen und das ja auch nach wie vor machen. Ich meine, wir müssen uns ja nicht Sand in die Augen tun. Also wir geben ja nicht unsere Privilegien ab und vermieten unsere Wohnungen weiterhin und essen hier weiterhin Festmahle, obwohl es in Afrika kaum noch was zu essen gibt, etc. Also es ist ja nicht so, dass wir freien Herzens unsere Privilegien abgeben. Wie kommt man da hin? Ja. Vorrang der Gleichheit vor der Freiheit. Also eigentlich müsste die Losung auch heißen Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Ja? Aber wir hatten ja einen König. Wir hatten ja einen König, also das war sozusagen das große Gegenbild zur Freiheit. Der musste geköpft werden. Und das ist ja nach der Französischen Revolution geschrieben. Mich hat an dem Zitat interessiert, diese extreme Engführung. Dass man also, wie kann man Gleichheit und Freiheit zusammendenken? Wie kann, das ist kein Gegensatz, sondern ein unvermeidbares Beisammensein. Du kannst also Gleichheit ohne Freiheit nicht ertragen. Du kannst Freiheit ohne Gleichheit auch nicht halten. Also du musst sozusagen, du kannst dich, du wirst auf diese Weise auch situiert. Du bist ja frei inmitten von Kontexten. Du bist ja nicht frei für dich alleine, sondern du bist erst auch für dich alleine vielleicht in einem Kontext. So, und bei Goethe ist es jetzt so, das ist ja auch so ein bisschen mysteriös, die Gruppe spricht zu dir, ja. Nimmt dich auf und das heißt auch,
du bist willkommen. Ja. Du bist ein Bruder, ja? Brüderlichkeit. Ja? Du bist Bruder und Schwester. Aber wir wünschen dir, das ist auch nochmal so verrückt, wir wünschen dir, dass du frei seist. Aber was ist das für eine Freiheit? Das ist die Freiheit, von dir selber Abstand zu nehmen. Was ist das eigentlich für eine Freiheit? Was mich immer sehr interessiert hat, ich bin ja kein besonders ausladender Mensch, jemand, der viel reist oder so. Also für mich war die Freiheit immer die Freiheit in der Umgrenzung. Die innere Freiheit. Und die innere Freiheit, die daran gekoppelt ist, sich selbst zu spüren. Also jemand, der frei hat, der alles hat, der über Geld verfügt, der über Macht verfügt, der könnte sich ja daran verlieren. Der könnte genau diesen Geschmack der Freiheit verlieren. Also der könnte in der Freiheit den Geschmack der Freiheit verlieren. Ja. Und soll sich abhängig machen von mehr äußeren Freiheiten. Genau. Das war nicht mehr unter fünf SUVs. Genau. Das heißt, die Freiheit ist immer in Paradoxien gehüllt, immer polar, immer mit ihrem Gegenteil befasst. Und das ist ja das, was ja auch, was Aristoteles beschäftigt hat, was aber auch Platon beschäftigt hat, mit dem Guten. Und da gibt es ein schönes Zitat bei dem litauisch-französischen Philosophen Immanuel Levinas, der sagt, im Unterschied zu Sartre, wobei Sartre, der späte Sartre, ein großer Anhänger Levinas wurde, interessant, der sagte, nee, wir sind nicht zur Freiheit verurteilt. Wie Sartre sagt, wir sind nicht zur Freiheit verurteilt oder verdammt. Nein, wir sind eingesetzt als Freiheit, aber wovon? Vom Guten. Ja. Das heißt, wir merken es daran, das ist jetzt meine Interpretation, dass es irgendwo sich gut anfühlt, frei zu sein. Aber was ist das für ein Gefühl, frei zu sein, wenn es nicht auch das Gefühl ist, man selbst zu sein? Frei sein heißt auch, man selbst sein können. Sozusagen, das ist, also theologisch gesprochen, Paul Tillich, endliche Freiheit, das ist inkarnierte Freiheit, deine Freiheit. Ja? Das eingesetzte Gute. Das eingesetzte Gute. Du musst nur herausfinden, wofür soll denn deine Freiheit eigentlich gut sein? Und ich an der Stelle einhaken darf, da setzt ja Goethe auch den freien, vernünftigen Willen noch relativ unbefragt ein. Ja. Weil in der Nach-Goethe-Zeit wird ja genau der freie Wille und die Vernunft, also sozusagen diese Trias im Prinzip, wird ja dekonstruiert. Ne? Also der freie Wille scheint dann doch nicht so frei zu sein, sagt uns die Psychologie oder die Hirnforschung sagt uns, dass es auch da nicht so weit her ist, weil man schon vor bewussten Entscheidungen diese Entscheidungen im Gehirn vorbereitet werden. Oder wir haben vorhin schon von Luhmann gesprochen, Luhmann macht sogar eine gesamte Gesellschaftskonzeption, ohne überhaupt auf den Menschen zu sprechen zu kommen. Und dann würde ich dich mal fragen, also da ist ja doch eine Menge passiert, was man unter das Diktum dann setzen kann. Weiß der Wille eigentlich, was er will? Wahrscheinlich weiß er es gar nicht richtig. Also das kommt doch dann irgendwie ins Schwanken in der Moderne quasi. Naja, ich würde es schon mal bei Goethe festmachen. Der freie Wille kommt plötzlich. Er überrascht einen ja richtig. Das heißt, er ist eigentlich, er hat keinen repräsentativen Ort. Er hat keinen Ort. Die innere Freiheit hat keinen Ort. Innere Freiheit ist eigentlich ein Bild. Aber es ist ja ein Bild, was einem Gegenbild abgerungen ist, nämlich dem Außen. Innen, Außen. Aber was ist innere Freiheit? Was heißt innere Freiheit? Eine Freiheit, also ich gehe der Freiheit um der Freiheit willen in die Unfreiheit. Ins Gefängnis. Herr Nawalny ist zurückgekehrt nach Russland, wusste, dass er eingekerkert werden würde. Ja.
Das sind ja Paradoxien, das versteht man ja nicht. Jetzt sprichst du die Hirnforschung an, dann haben wir ja diesen Fall von Benjamin Libet, dass er sagt, aha, die Entscheidung ist schon, jetzt korrigier mich, ist es eine halbe Sekunde? Also 200 Millisekunden, aber in den Forschungen, aktuellen Forschungen von John Dylan Haynes sind es ja bis zu 7 Sekunden. Ich will es bei Libet. Sind es 200 Millisekunden. Okay, aber er sagt auch, er ist in den Zahlen nicht immer ganz konsistent, die wechseln manchmal, aber was entscheidend ist, er sagt, ungefähr 150 Millisekunden vor Ausführung der Tat wird dir die Handlungsintention bewusst. Ja. Das heißt, es ist entschieden, aber es wird dir trotzdem bewusst und du hast dann noch die Zeit zu entscheiden. Nee, du hast bremse ich nicht. Du hast ein Vetorecht, aber da musst du dich ranhalten. Da muss ich ranhalten. Da musst du dich ranhalten. Aber das Ranhalten, das ist der freie Wille. Ja. Ja. Da ist er. Ja. Der freie Wille ist in der Verspätung. Mhm. Im Merken der Verspätung. Mhm. Im Merken selbst. Ja. Also ich glaube, im Merken selbst ist der freie Wille, ich glaube, der ist einfach dadurch, dass er mit dem Willen immer zusammen auftaucht, ist es immer sehr missverständlich. Ich würde sagen, es ist das freie Merken. Mhm. Das freie Merken, was den Willen auch dann motivieren könnte. Mhm. Ja? Aber es ist eher ein freies Merken als ein freier Wille. Ich will mal an der Stelle einen Rhein Weiland zitieren. Du hattest mal so schön geschrieben, nur ein freies Wesen weiß um seine Unfreiheit. Ja. Ja? Und du hast ja auch Nawalny mit jetzt zitiert. Und es gibt ja das merkwürdige Phänomen, dass jemand inmitten brachialer Unfreiheit frei sein kann. Mhm. Und genauso umgekehrt. Mhm. Wie hängt das zusammen? In deinen Büchern schreibst du ja immer auch von der Innen-Außen-Differenz oder mit Handke der Innenwelt, der Außenwelt, der Innenwelt. Mhm. Ja, das hängt ja sicherlich damit zusammen. Also, ja. Sagen wir mal, Luxusvilla oder Gefängnis sind nicht die Orte, an denen Freiheit oder Unfreiheit verhandelt wird, sondern die sind in der Innenwelt, der Außenwelt, der Innenwelt. Das muss ja auch nicht entweder der Palast oder das Gefängnis sein. Das sind ja auch so ein bisschen romantische Bilder oder romantische Entgegensetzungen. Das kann ja das einfache kleine Leben sein. Ja. Aber wir erkennen ja das Phänomen der Triangulierung. Situation, also das Kind hat Mama und Papa, wird von Mama und Papa geliebt, Mama und Papa sind aber anders. Das Leben, wenn die Triangulierung funktioniert, wird das Kind immer den Weg finden zwischen dem und dem, wird immer seinen eigenen Weg finden. Zwischen Skylla und Charybdis. Immer den Weg finden. Ja. Und das ist eigentlich das ist die innere Freiheit, also meine Theorie, auch Lernen ist eine Form, sich Engpässen anzupassen. Mhm. Ist ja immer irgendwie ein Bedrängnis, ein Engpass, was soll ich jetzt tun und so weiter. Aber in dem Augenblick der Anpassung füllst du die Enge mit dir selbst aus. Dann bist du schon hinweg. Du bist immer unterwegs zu einem Dritten, in eine dritte Öffnung, also auch in diesem Aber. Ja, in jedem Aber steckt irgendwie, oder so jeder Überlegung steckt plötzlich so was Drittes, was sich öffnet. Wir haben also so nicht nur links oder rechts, sondern wir haben irgendwie was Gemeinsames, was aber zwischen links und rechts herausführt, hinausführt. Und das ist das, was man Triangulierung in der Psychologie nennt. Aber was ich sage, wo ich sage, ich komme durch die Innen-Außen-Differenz auf meine eigene Weise. Also ich komme durch den Spalt meiner Unfreiheit. Meine Freiheit besteht darin, dass ich es auf meine Weise tue. Ja. Das kann also eine sehr, sehr bescheidene Art von Freiheit sein, die also nichts zu tun hat mit großer Wahlfreiheit. Es ist einfach das Gefühl, I did it my way, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, das könnte man jetzt noch so schön unterlegen, diesen schönen Klassiker. Zum Abschluss vielleicht, du hattest das Aber schon zitiert. Ne?
Also du schreibst ja auch, dass erst im Aber die Freiheit Wirklichkeit bekommt. Ja. Ja? Und das ist natürlich eine spannende These, weil mit dem Aber kommt ja sozusagen das Nachdenken, das Grübeln. Damit sind wir auch wieder sozusagen am Anfang unseres Gesprächs. Mhm. Unruhe des Denkens kommt ja damit auch wieder vor. Und dann ist es ja so, dass wir einerseits dann Gedanken haben und dass dann aber auch die Gefahr einsetzt, dass es routiniert wird. Also dass wir mhm. Gedanken haben und irgendwann haben uns dann die Gedanken wieder und dann erstarrt das Ganze wieder und wird ja auf eine gewisse Weise Routine, wird eine genau. auf eine gewisse Weise unfrei. Und dieses Aber, das kann das alles wieder wegdrängen, das alles wieder umstürzen, aber eben nur für diesen Moment. Also um jetzt sozusagen unseren Titel nochmal ins Spiel zu bringen, inwiefern ist der Preis der Freiheit eigentlich so ein täglicher Kampf um dieses Aber, um einen selbst wieder so ein bisschen aus ja. dem Gleichgewicht zu bringen, genau. um nicht zu erstarren? Der Fairness halber, nenne ich mal eine Quelle, das war nicht meine Idee, sondern die Idee eines Schweizer Psychiaters mit Namen Aaron Ronald Bodenheimer. Der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über die Obszönität des Fragens. Na, das Fragen wird ja als philosophische Grundgeste so tradiert. Nicht? Und er stellt das mal sehr in Frage. Er beschreibt auch einige sokratische Dialoge als sehr bedrängende Methodiken, was den Gesprächspartner angeht. Und da beschreibt er eigentlich zwei verschiedene Formen des Antwortgebens. Mhm. Und der Befragte ist ja immer in der Not, sozusagen aus dem Stegreif oder aus einer Drucksituation heraus oder überhaupt aus einer Situation heraus, ja oder nein sagen zu müssen. Da hängt ja auch viel dran. Ja. Hängen Beziehungen dran, hängen Karrieren dran vielleicht. Ja. Und dann ist dieses Ja, aber. Oder Nein, aber. Das ist also, das ist so ein, man sagt ja, das ist so ein, eine Konjunktion, eine einschränkende Konjunktion in der Grammatik. Man sagt erstmal, man reagiert erstmal, ja, nein, und kommt dann ins Nachdenken und sagt, vielleicht ist der Augenblick, wo sich was öffnet wieder, ja. wo die Triangulierung sozusagen wieder wirksam wird. Wo es wieder flüssig wird. Wo es flüssig wird, ja, ja. genau. Mhm. Und man also ins Merken kommt. Und die Frage ist, ob man in der Lage ist, und das wäre sozusagen herrschaftsfreier Diskurs, ob dieses Merken, was nach innen geht, ob ich das auch, ob ich den anderen da mit hineinnehmen kann, ob der andere mitgeht in diesem Merken. Mhm. Mhm. Ja, ich bin ja einverstanden mit dir, aber überleg doch mal. Mhm. 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 Oder eigentlich finde ich das blöd, was du sagst, aber irgendwo hast du vielleicht auch recht. Mhm. Also ich hole dich wieder zurück. Und das sind so, deswegen ist in diesem Aber für mich ein Freiheitsmoment enthalten, weil ein Merkmoment wirksam wird. Mhm. Und diesen Merkmoment, der nimmt insofern, denn sozusagen, der nimmt insofern die Wirklichkeit, die Freiheit Wirklichkeit an, als mich das Merken ja selbst mitnimmt. Mhm. Also ich zeige mich ja sozusagen mir selbst in meinem Merken und mein Merken navigiert mich ja auch. Ja, und du öffnest dich dann auch in dem Moment für den anderen. Das genau. ist auch eine Einladung genau. zum Tanz in die Freiheit gewissermaßen. Genau. Ja. Dann würde ich an der Stelle die Obszönität des Fragens mal einstellen ja. und würde dir nochmal zum Schluss das Wort geben und dich gewissermaßen, ja, ich muss dann trotzdem fragen, fehlt was? Also ist was, was du sagst, ohne diesen Gedanken oder ohne diese Idee sollten wir diesen Podcast heute nicht beschließen. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, das noch zu sagen. Mhm. Ja, mir ist es ist teuer zu sagen, dass Freiheit nicht gleichzusetzen ist mit Wahlfreiheit, sondern Freiheit
ist viel, hat einen viel geringeren Spielraum. Und im Unterschied zur Wahlfreiheit ist der Ertrag der inneren Freiheit eigentlich der, dass ich mich selbst noch in meinem Scheitern spüre. Mhm. Dass selbst noch mein Scheitern etwas über mein Leben sagt und mich nicht negieren muss, sondern ich sage, okay, ich spüre also Wirklichkeit, ja, indem ich also sozusagen an einer Innen-Außen-Differenz irgendwie strauchel, aber das hat vielleicht ein bisschen meine Würde ausgemacht, dass ich gestrauchelt bin. Sehr schön. Ein wirklich wunderbarer Schluss. Ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Und gerne. Ich wünsche allen Hörern und Sehern des Podcasts eine schöne neue Folge, nämlich die dritte Folge, die dann am nächsten 1. des Monats kommt. Schönen Tag noch. Yeah.